Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Update Wirtschaft, unserer Reise durch die Welt der Wirtschaft und Finanzen. Auch in dieser Woche vor Weihnachten. Es wird relativ ruhig zugehen zum Ende der Woche. Und bei uns teilweise auch sehr weihnachtlich, mit teilweise auch bunten Themen. Aber wir werden Sie natürlich auch wieder versorgen mit den aktuellen Themen aus der Welt der Wirtschaft. Schön, dass Sie dabei sind und uns bei dieser Reise begleiten. Wir wollen heute auf Kroatien schauen, also auch schon mal einen Vorausblick wagen, denn am 1.1.2023 wird dieses Land der Eurozone beitreten. Wir werden außerdem auf den Airbus A380 schauen. Den wird die Lufthansa wieder oder hat ihn schon aus der Mottenkiste wieder herausgeholt. Aber wir schauen auch auf Uniper, das Unternehmen, das ja eine schwere Schieflage hat, weil es eben kein Gas aus Russland mehr bekommt, aber seine Lieferverpflichtungen nachkommen muss. Und das bedeutet, dass insgesamt der Steuerzahler hier kräftig in die Bresche springen muss. Auch darüber gleich nähere Informationen. Aber wir wollen anfangen mit Esperanza. Esperanza ist das neue LNG-Terminal, das am Wochenende in Wilhelmshaven eingeweiht wurde. Es soll die Bundesrepublik mit Flüssiggas versorgen. Es ist das erste Terminal, das in der Rekordzeit von 10 Monaten auf die Beine gestellt worden ist. Und was dahinter steckt, dazu mehr in unserem Film.